Bei der Sonntagsfrage präsentiert sich das Bild im Vergleich zum November fast unverändert. Die Regierungsparteien SPD, Grüne und FDP verlieren je einen Prozentpunkt und wären weit von einer Parlamentsmehrheit entfernt. Die Union legt leicht zu und käme auf 30% der Wählerstimmen. Die AfD gewinnt einen Prozentpunkt und käme auf 15%. Auf einem neuen Tiefpunkt präsentiert sich die Ampel auch bei der Frage nach der Zufriedenheit der Bürger mit der Arbeit der Bundesregierung. Die überwältigende Mehrheit zeigt sich weniger bis gar nicht zufrieden, nämlich insgesamt 68%. Doch auch der Union trauen die Bürger mehrheitlich nicht zu, die anstehenden Aufgaben besser zu lösen. 52% erwarten keinen Unterschied zur Arbeit der Ampel. Ein Viertel vermutet, eine unionsgeführte Regierung wäre sogar schlechter in ihrem Job. Ja, wir bleiben beim Thema und sprechen mit Benjamin Höhne. Er ist Politikwissenschaftler an der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg. Guten Morgen, Herr Höhne. Guten Morgen, Herr Neugeboren. Ja, wenn am Sonntag gewählt werden würde, dann würde es für die Ampel nicht mehr reichen. Wie muss man diesen Befund ein Jahr nach der Wahl bewerten? Ja, ich glaube, dass demoskopische Befragungen Momentaufnahmen sind und nicht gleichzusetzen sind mit Wahlen. Und es gibt auch ein weiteres wichtiges Detail, über das man sprechen sollte. Und das ist das, dass CDU-CSU mit ihrem Wunsch Partner der FDP ebenfalls auf keine Mehrheit im Bundestag kämen. Und das liegt daran, dass auf die AfD zusammen mit der Linkspartei und den sonstigen Parteien fast 30% entfallen. Also eine Situation, wie man sie in Ostdeutschland schon länger kennt. Zu Ihrer eigentlichen Frage aber ist zu sagen, dass die Ampelkoalition ja als Fortschrittskoalition gestartet ist mit sehr ehrgeizigen Zielen, Deutschland zu modernisieren und sich dann ganz schnell gemausert hat als eine Krisenkoalition, die vor allem auf den Ukraine-Krieg und die negativen Begleiterscheinungen und möglichen Verwerfungen in Deutschland und anderswo reagiert hat. Und es gibt und gab erhebliche Befürchtungen, Unmut in der Bevölkerung, was da auf sie zukommt. Und ich glaube, da konnte durch die Pakete, die man in den letzten Wochen, Monaten geschnürt hat, die ein oder andere Angst inzwischen genommen werden. Dennoch ist der Reformkurs, den man verfolgt, in der Ampelkoalition auch fortgesetzt worden. Also es gab bereits Reformen im gesellschaftspolitischen Bereich, wenn man an das Selbstbestimmungsgesetz denkt, im ökonomischen, sozialen Bereich, wenn man an den Wandel von Hartz IV hin zum Bürgergeld denkt. Aber nicht mal ein Drittel gibt an, bei der Befragung zufrieden mit der Arbeit der Bundesregierung zu sein. Das ist ja doch schon beunruhigend. Sicherlich erfreut sich die Ampelkoalition keiner berauschenden Zustimmung. Das kann man schon festhalten. Es gab die Diskussion um die Führungsfähigkeit des Kanzlers. Es gibt immer wieder die eine oder andere Auseinandersetzung zwischen den Parteien. Ich würde da aber keinen Grund sehen für tiefere Beunruhigung. Denn ein Stück weit liegt das in der Sache. Die Parteien können das besser machen. Und ich meine, man muss sich immer klar machen, dass da drei Parteien zusammengefunden haben, die im gesellschaftspolitischen Bereich sicherlich viele Schnittmengen haben, im wirtschaftspolitischen Bereich, aber insbesondere wenn wir über Grüne und FDP sprechen, doch weit auseinanderliegen. Das betrifft auch das Staatsverständnis. Und zum Beispiel ist es ganz klar so, dass Krisen in der Grünen Partei möglichst durch mehr staatliche Regulation gelöst werden sollen und aus Sicht der FDP, das mit deren eigenen Staatsverständnis kollidiert, das nämlich eher ein minimalistisches ist. Und hat man in der Vergangenheit gesehen, dass zur Bewältigung der Krisen, der Ukraine-Krise, des Ukraine-Kriegs vor allem nach mehr staatlicher Intervention gerufen wurde, also viele Gelder in die Hand genommen worden sind, auch durch den Finanzminister, und das gerade in der Klientel der FDP sehr schlecht ankommt. Deshalb sind dort die Unmutsbekundungen auch im Vergleich zu SPD und Grünen-Anhängern wesentlich lauter. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Bitte mal kurz einordnen. Welche Werte hatte denn die Vorgängerregierung unter Angela Merkel? Ja, ganz kurz gefasst kann man auch sagen, dass die Große Koalition keine beliebte Koalition war, weder in der Öffentlichkeit und auch nicht bei den Parteien selbst. Aber Angela Merkel als Spitzenpolitikerin, als Kanzlerin doch sehr, sehr beachtliche Zustimmungswerte auf sich verbuchen konnte. Ja, dennoch zählen Baerbock, Habeck, Scholz und Lindner aktuell zu den Politikern mit den besten Umfragewerten noch vor Friedrich Merz. Ist das nicht eigentlich ein Widerspruch?
Nein, ich glaube, dass Regierungspolitiker eine andere mediale Aufmerksamkeit erhalten als Oppositionspolitiker. Und im Übrigen in den vergangenen Monaten, glaube ich, an vielen Stellen CDU, CSU unter Merz eine ähnliche Krisenbewältigungspolitik verfolgt hätten, wie das die Ampelkoalition gemacht hat. Dankeschön, Benjamin Höhne.